Ich habe mein Päuschenbild nicht reingemacht. Egal. Kommt mal vor. So, wir sind ja weit gekommen. Wir sind ja voll nah an Corellia dran. Ach du Heimatland, hab ich viele Aufgaben. Leck mich fett. Nee, da will ich hin, genau. Warum habe ich hier schon wieder eine grüne Boppel? Das ist doch bestimmt das hier dann. Das will ich aber nicht abholen. Weil dann müsste ich ja morgen um die Uhrzeit das andere abholen. Nee, das mache ich ja mal früh. Das abholen. Kurz meine Latte durchschütteln, ja. Und ja, mein flüssigen Latte, nicht die Latte. Ah, lecker. So. P. Kann ich das? Ich kann das hier einsetzen. Cool. Scheiße. Erstmal M. Meine Aufgaben sind alle hier, dann machen wir das, ne, dann bleiben wir auch hier, also, ne, und brauchen wir da mal Dingsbums. Mann, warum scrollt der immer ran? Was soll denn das? Bounce. Ich muss da lang. Hab ich schon alles. Ui. Ui. So, wohin? Dort hin. Automatisches Fahren. Darum. Und da lang. Da ist schon wieder Snowfu. Oh nö. Komm, ich bin schlau. Ja, gut. Das automatische Fahren ist aber scheiße. Nein, ouch. Nein. Ha, du triffst mich nicht. Das ist doch bestimmt die Helden plus 2 Mission. Nee. Die ist da drüben. Auf der anderen Seite ist das mit den Kameras, oder? Ist das hier vorne? Ich muss mal ganz kurz raus haben und was gucken. Ah, okay. Okay, programmiere die versteckten Kameras. Kann mir einer sagen, wo die sind? Oh! Boah! Kann man sich angucken, die Grafik. Aber Kameras, wo?
Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, hier bestimmt. Das leuchtet. Ha! Eins. Alter, diese Geräusche! Das hört sich an wie in einer Stahlfabrik. Das liebe ich immer noch. Alter, der hat 60.000 Leben. Willst du mich verarschen? Was ist denn falsch mit dem? Und das kann ich nicht anklicken. Wieso hat der so viel Leben? Nö, gegen die kämpfe ich nicht, nö. Nö. Einfach nö. Hör auf mich abzuschießen. Ne? Oh. Hui. Alter, 60.000 Leben. Was ist denn falsch mit denen? Muss irgendwo noch so eine gelbe Lampe sein, die ich umprogrammieren kann. Blinkst du auf? Ja, du blinkst auf. Sehr schön. Sorry, musst du kurz raus haben. So, das Hammer. Warte mal, ich muss ja trotzdem dort hin, oder? Mach mal das, würde ich sagen. Zehn, 23, 10, 10, 10. Du bist mein erstes Opfer. Gerade falsch. Joa, es wäre mal schön, wenn du mich heilst. Und so. Aber die Mission hatte ich definitiv schon mal. Hatte ich definitiv im letzten Stream schon. Jetzt ist die Frage, verfolge ich die weiter? Ich würde halt sagen, nö, weil ich die schon hatte. Scheiße, welche habe ich denn jetzt aufgegeben? Egal. Ich krieg die alle eh wieder irgendwann. Hier. Nee, aber die Helden plus 2 Mission habe ich ja alle schon abgeschlossen. Nee, die müssen nicht nochmal sein. Das sind zwar gute XP, die es gibt, aber. Nee. Nee, nee, nee. Das muss nicht sein. Los, gibt es hier noch Dingsbums, Datacrons zum Sammeln. Muss ich auch noch gucken, wo die sind. Alter! Blöder Kack-Droide.
Suchen helfen, da. Wo sind die Gegner? So. Zugangskarte. Rettet die republikanischen Gefangenen. Alle gerettet. Angriff. Nein, gesnipert mich nicht weg. Ja, schubst mich dann wieder um. Das ist fies. Irgendwas Gelbes, Blaues? Nö. Hi. Ich bin der Neue. Komm jetzt öfters. Hallo, kämpfst du mal? Sind noch einer der gegen uns? Kira? Geht's dir gut? Okay. Ich glaube, die Kira ist kaputt. Danke für dein Follow, Radomling. Hey, hey. Ich mach 15 Omniten. Bonus, Bonus. Öffne die Arrestzelle. Welche? Hier gibt's viele. Schau mal, jetzt kein Fehler hier. Nein! Was genau der. Ach, das war genau der, den ich befreien muss, ernsthaft. Ich bin die Rettung. Wake, imatakumu, nakise! Nee, das war er doch nicht so doll. Alter, diese Pirouettendreher. Mami lebik bakmanuk. Naraka naja kini nam ya bamyak. Immer schön vorsichtig. Ja. Die haben nicht mal einen Klon in der Zelle. Also hier würde ich auch ausbrechen wollen. Eine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich nächstes Mal. Du hast versagt? Nee, doch nicht. Dein Glück, dass du nicht versagt hast. Hier. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Attacke! Alter! Nö.
fies. Alter! Bounzt er mich das zweite Mal weg? Ich glaube, mich hackt's. Nee. Rüsten wir nicht aus. Wie soll ich hier bitte schön noch... Ach, die spawnen alle nach. Okay. Alles. Bei mir ist immer alles fit. Darf ich wieder nachfragen? Selbst? Ich habe nur getan, was richtig war. Mir geht's okay, bin halt krank, aber sonst gut. War dann gute Besserung gewünscht von mir. Krank bin ich selber ein bisschen, halt verrotzt durch das regnerische Wetter draußen. Aber gut, kann man nicht ändern. Das ist dann die letzte Bonuszelle. Aber öffnet die Arrestzelle? Welche? Ich traue mich nicht, die jetzt zu öffnen, weil nicht, dass dann die Quest zu Ende ist. Ich will noch die Bonussachen hier erledigen. Schlagen gegen das Pferdefeuer. Ja, also. Die Errungenschaft jetzt schon verzichten können. Alter, das Game einfach die ganze gespielt. Ja, das macht auch Fun. Ich habe letztes Jahr angefangen, da habe ich halt nur auf YouTube gebracht. Dieses Jahr wird es gestreamt. Und nächstes Jahr bin ich selber der Charakter. Nein, es macht schon Spaß. Und das ist eine Abwechslung zu allen anderen Games. Was man sonst so spielt. Sag mal. Ach, da oben ist das. Ah, okay. Dann kann ich ja die da unten jetzt doch öffnen gehen. Ja, ich fange das sonst noch. Momentan privat für mich, ohne zu streamen oder aufzunehmen, The Elder Scrolls Skyrim 5. Und wenn ich das durch habe, dann Elder Scrolls Online. Da wird vielleicht mal eine Runde streamen. Minecraft halt, diverse Modpacks. Nächstes Jahr kommt wieder Valheim dran. Da bin ich dieses Jahr fertig geworden, ohne Bonus-Sachen. Nächstes Jahr dann mit Bonussachen. Was zocke ich noch so? Seven Days for Die. Ja, alles, was mir Spaß macht, halt. Der ist immer noch zu laut. Oha. Müsste jetzt definitiv besser sein. Ja, Seven Days to Die würde ich mir schon lange kaufen, aber wenn ich das Geld dann habe, kaufe ich mir immer was anderes. Ja, das ist bei mir auch so. Aber bei mir ist es halt so. Achso, wenn ich kämpfe, sind die Sounds zu laut, okay. Bei mir ist es dann eher so. Ich lade halt bei Steam nur Geld auf.
wenn ich mir auch das Spiel gönnen möchte. Zwar habe ich schon den einen oder anderen Taler für Games ausgegeben, wo ich mir dachte, nee, ich wollte eigentlich das Game haben. Aber gut. Ja, nee, und seitdem mache ich das halt wirklich schon noch so. Och, das Spiel will ich haben, da wird erst bei Steam aufgeladen und gut. Das wird immer noch zu laut sein, denke ich mal. Kira, du machst das schon. Okay, die sind alle putz. Jetzt muss ich mal ganz kurz OBS in den Vordergrund holen. Weil es muss ja auch für YouTube passen. Ne? Aber ich denke mal, es müsste jetzt so in Ordnung sein. Ja, ich starte halt auf und dann kommen 100 andere Sachen. Ja. Die bringen ja momentan auch gefühlt 100 Spiele pro Woche raus. Die Entwickler. Nee. Da ist die Gefängniszelle. Was war das denn? Cole Kantarus? General Aves schickt mich, um euch hier rauszuholen. Gerade rechtzeitig. Der Blick dieser imperialen Befrager hat mir gar nicht gefallen. Das ist Goss, Oberhaupt des ansässigen Selonianer-Sets. Sie kann uns in Coronet Shipping reinbringen. So schnell, du Aves gestern entdeckt. Was auch immer die Selonianer bedroht, wir können helfen. Ihnen meine Axtalektion in Capasso. Takai Ugla und Sub-Exatzans. Das Imperium siegen zu lassen, ist ein viel höherer Preis. Und die seine Arm an Axtjusas Urgstam. Kai Axauas Exatzans. Ich bezwinge die Imperialen und helfe so vielen, wie ich kann. Mehr kann ich wirklich nicht erwarten. Hier scheint alles sicher zu sein. Goss und ich gehen zum Rotlichtsektor zurück und treffen General Aves. Die Imperialen werden den Selonianern hart zusetzen, wenn sie unsere Flucht entdecken. Ihr beeilt euch besser. So, gefühlt werden die Sounds nicht leiser. Ja, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, woran es liegen sollte. Weil noch weiter runter kann ich es nicht schrauben, dann hört man auf YouTube einfach nichts mehr. Geht halt leider einfach nicht. Ne, das wird verkauft. Das ist ja Billo. Und das wird auch verkauft. Genau. Was soll ich jetzt machen? Befreie die Selonianer. Hab ich das nicht schon gemacht? Und wenn so eine Dialoge sind, bin ich allgemein sowieso immer ruhig. Oh, war klar, komm. Keine auf meinen Ohren, höre die Sounds tatsächlich einen Ticken leiser jetzt.
Ah, nö, die sind alle respawned. Da darf ich halt nur noch reden, wenn ich nicht mehr kämpfe. Weil in OBS mein Mikro lauter stellen kann ich auch nicht. Das schlägt schon extremst aus. So, der Knallkopf ist auch wieder fertig. Wieder Stufe 61er Handschuhe. Da, wieder hier, mit den vergleichen. 2, 3, 4, 2, 6, 8. Ne, die werden verkauft. Nein, ich kann's nicht. Zu dem eben Typen zurück und die anderen Viecher da befreien. Und ich brauche noch drei Datacrons hier eindeutig. Da muss ich mal googeln, wo die sind. Map. Fahren erstmal dahin zurück. Du kannst hier drin nicht fahren. Nee, das ist ja die Heldenmission. Nee, die mach ich nicht nochmal. Nee. Togawata Kiko Uba Kiriwata Buki Donko Chunki Faguta Chiho Podaji Oto Fokise. Credits dienen unserer Sache ganz hervorragend. Chechopa Kuma Ni Umpi Putmalia Bedwana Nibobo. Jo. Nur noch die Hauptquest, hoffentlich. Kann ich auf Narshad Arbeit da machen. So, wo muss ich hin? Was ist denn das hier? Das ist doch die Helm plus 2 Quest, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, nee, die hab ich schon, wo ich die gelandet bin, gemacht. Nee.
jetzt muss ich halt tatsächlich mal gucken, OBS. Doch, Lautstärke ist noch laut genug. Stopp mal, war hier oben irgendwas? Nö. Dann nett. So, ich habe nicht mehr auf Instagram gelunzt. Ja, wo müssen wir denn hin? Geradeaus. Ihr braucht keine Hilfe, oder? Nö, ihr schafft das. Und dann, jetzt muss ich stehen bleiben. Komme ich da oben lang? Echt jetzt? Oh Gott. Ich mag die Droiden irgendwie nicht mehr. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Komme ich hier unten lang? Müsste ich rein theoretisch langkommen. 23.000. Bei mir fahren sie wieder schön. Zappa. Sag mal. Nö, du lässt mich mal in Ruhe. Komm ich denn hier oben hin? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ah, okay, ja. Du siehst mich nicht. Ich verstehe. Ich bin schon da. Hier unten muss ich was machen. Was ist denn das hier hinten? Gibt es hier irgendwas Besonderes? Nö. Was soll ich jetzt hier machen? Befreie die katzenähnlichen Tiere. Mach mal. Alter! So schnell stirbt niemand. Bautzt der mich einfach weg? Ich bin Schatz. Was? So. So, Nummer 1. In Exod Eisen, Ex Adinida. Mein Blick einfach. Geil. Oh, episch. Warum guck ich so bedeppert?
finde nur, dass die komischen Dinger da merkwürdig aussehen. Aber na gut. So. Oh ne, jetzt sind schon wieder so eine Kanoniere. Da war einer. Alter, ich glaube, mein Charakter kann sich fast wie die Tiere aussehen. Fall. Upp. Kira, du kümmerst dich um den letzten, ich hol mir die Kiste. Okay, was haben wir denn hier in dem Rucksack drinne? Aha! Hier haben wir ein Geschenk. So, wo muss ich jetzt hin? Dahin. Kantina. Warum? Jetzt. Casino nicht. Ich glaube, Casino war das. Ja, genau, hier war's. Was ist das denn? Chiridio-Kristall. Alles klar. Namen so knallhart wie Spaghettis. Sieben. Hier, suche. Da. Wir hatten uns schon gefragt, ob ihr es zurückschafft. Schön, dass ihr das Imperium nicht mitgebracht habt. Die Selonianer haben es zum Rotlichtsektor geschafft. Die Imperialen waren durch euren Angriff zu zerstreut, um sie aufzuhalten. Goss hilft ihrem Sept, sich dort einzurichten. Ich habe euch noch gar nicht richtig gedankt. Ja. Ihr seid ein Mitglied der Republik und unser Verbündeter. Es ist meine Pflicht, euch zu schützen. Seine Pflicht zu kennen heißt nicht automatisch, dass man sie auch tut. Eure Taten haben euch mehr als einen Verbündeten eingebracht. Goss ließ ihre Leute bestätigen, dass die selonianischen Tunnel unterhalb von Coroner Chipping verlaufen. Die Selonianer wurden vom Imperium aus den Tunneln vertrieben. Aber viele Raubtiere sind später dorthin gezogen. Ihr müsst vorsichtig sein. Wenn die Imperialen von den Tunneln wissen, wissen sie dann nicht auch, dass ich komme? Sie wissen, dass sie leer und gefährlich sind. Sie haben keine Ahnung, wohin die Tunnel überall führen. Solange ihr da unten seid, könntet ihr ein paar dieser Raubtiere ausschalten. Die Selonianer wollen ihr Zuhause sicher irgendwann zurück. In den Tunneln umgeht ihr die Schocktrupps. Aber ihr Kommandant, Captain Granta, wird dort sein. Unterschätzt ihn nicht. Was immer Captain Granta geplant hat, ich bin bereit. Das solltet ihr auch sein. Sonst geht der ganze Plan mit euch baden. Ihr findet die Neutronenemitter draußen, wo es irgendwo eine freie Schussbahn auf das Bahnsystem gibt. Dieser Stift bringt euch an den imperialen Sicherheitsmaßnahmen vorbei. Die Neutronenemitter stören portable Kommgeräte. Wenn ihr drin seid, kontaktiert mich über das System von Coroner Chipping. Okay, ihr wollt, dass ich auch die Tiere klatsche. Dann will ich aber Spaß im Rotlichtsektor haben. Mit deiner Schwester und deiner Tochter. Ja, du siehst bestimmt aus wie 70. Du hast bestimmt eine volljährige Tochter. Es ist Krieg und der ist so
dick. Der verbringt doch die meiste Zeit am Buffet als irgendwie auf dem Schlachtfeld. Ich muss dahin. Ich werde mit 5 Minuten Pause gleich mal ein paar Minuten vorziehen müssen, ne? Denn ich muss bärisch aufs Klo. Muss ich hier lang? Warte mal, da oben steht noch einer. Und dann kann ich schon gleich mal googeln nach den Datacrons. Lachai! Dienen nach Axtali-Lektion in Kaprasso. Und sei Kuexe, Hubgemachte, Gedalt, Hundeskalle. Mannsteckheit, Xmien, Axan. Das klingt nach einem edlen Vorhaben. Hallo, Elite-Pfannkuch. Ich kümmere mich darum. So. Nächste Aufgabe. Gut, ich habe gesagt, ich ziehe meine 5-Minuten-Pause mal ganz kurz vor. Ich muss bergst aufs Klo. Schön, dass du SWTOR spielst. Jo, danke, danke. Ich finde das Spiel auch richtig geil. Ja, ich mache ganz kurz ein 5-Minuten-Päuschen, eine Rauchung aufs Klo gehen, sonst platze ich und bin gleich wieder da.